Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Last Epoch. Ich bin jetzt mit einem neuen Charakter, nämlich einem Spellblade oder beinahe Spellblade, unterwegs. Und ich finde Mana Strike eigentlich sehr interessant. Ich dachte immer, der sei so klopig, also so, ja, eine Single-Target-Attack, die nicht so gut ging. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es geht schon sehr, sehr gut. Ja, dann Coming B und so Sachen. Ja, das ist ein New Bug. ja, das Spiel ist halt immer noch unfertig. Gut. Jetzt haben wir immer New hier. Jo. Und jetzt sind wir nämlich genau hier, wo es ein bisschen Action gibt. Und ja, ich kann mir die ganze Zeit mega viel Wort holen. Das mal ein. Und, ja, 200 Wort. Also 200 Leben sozusagen mehr für ein paar Sekunden. Ist schon heavy OP. Aber ja, ich will euch nicht ein zu leichtes Spiel zeigen. Jetzt müssen wir einfach nach oben kommen mit diesem Charakter. Und es war ja schon extrem hart wegen Dot. Also die Dot-Sachen, die wirkten eigentlich kaum noch. Und die Gegner konnten dafür mega schnell stark schlagen. Deshalb ist der Charakter momentan auf Eis, der andere, also der Necrotic Necromancer, geht einfach nicht so gut. Es ist nicht balanciert und deshalb, ja, es liegt bei Direktschaden und kein Dot. Also doch schon Dot, einfach Brandschaden dann. Aber eventuell mache ich gar nicht auf Brand, weil der natürlich auch schon extrem OP. Bleibt OP wahrscheinlich, wenn man da 11 Uhr Games da nichts macht. So, wir brauchen sehr viel Wort natürlich. Und hier brauchen wir dann Teleporting Strikes, damit wir aus der Ferne ihn einsetzen können. Und das wird wahrscheinlich schon heftig OP dann sein. Ja. Bis wir eigentlich dann Level 40 sind und das Schwert, das Feuerschwert dran können, das Samurai-Schwert. Und dann sind wir mächtig, okay, noch ein Problem. Also mir macht Spaß, okay zu sein. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ihr wollt wahrscheinlich eher sehen, wie ich struggle. Aber das werden wir. Das wird nicht so mega hardcore sein wahrscheinlich. Ich hoffe es jedenfalls nicht. Also, dass wir jetzt dann zu leicht haben und nicht zu schwer. Hardcore heißt ja auch, ja, höchste Geschwindigkeit und alles mögliche. Nicht nur, oh, wir dürfen nicht sterben. Aber ich sehe jetzt, die Gegner sterben einfach zu schnell. Die können nichts machen. Natürlich sind wir noch ein bisschen schwach, aber das wird schon bald besser. Also, ein Schlag macht noch zu wenig Schaden, habe ich das Gefühl. Jo, und ich denke, es wird eventuell gemächlich ablaufen. Also, es wird nicht so viele Minuten spielen müssen, wie jetzt zum Beispiel mit einem Nicht-OP-Invade oder so. Das ist klar. Dass wir da schnell durch die Story kommen und sofort wieder den coolen Content zeigen können. Wir haben die neuen Akte, also ja. Da müssen wir auch fertig werden mit dem dritten, vierten Akt oder sonst irgendwas. Ein Akt. Wir haben der da, wo wir gestruggelt haben mit Kanalisation. Das war nicht so toll, habe ich das Gefühl gehabt. Da sind wir noch ein bisschen zu schwach gesetzt. Also das nervt halt, wenn die Minions einem nicht irgendwie helfen, also die Minions immer auf die Seite gehen oder so. Und wir dann einfach die harten Gegner bei uns haben und dann strafen, also echt viel Schaden passieren. Deshalb völlig ohne Minions. Weil die KI einfach noch nicht gut genug ist, oder? Und dafür mit vielem Damage. Ich will ein Damage-Dealer bleiben. Wir müssen halt dann immer wieder Sicherheit wagen.
Hauptteleport ist sowieso echt cool auf meiner Seite. Mit den Kopien. Eigentlich wird immer nur gespielt mit Schutz, aber ja, wenn wir dann natürlich noch weniger Treffer kassieren, ist das ein besserer Schutz, als wenn wir uns nur schützen gegen alle Schadensarten. Ich habe das Gefühl, es ist einfach viel schwächer, weil es eben nicht negiert, sondern nur sinkt. Und ja. Also. In der nächsten Zeit werden wieder viele Videos von Last Epoch kommen. Ich habe einfach eine kurze Zeit gebraucht, weil ich gestresst war vom Game. Es ist ein bisschen nervig, so schwierig, das Spiel weiter zu spielen. Ist klar, ich bin nicht so der Hardcore-Schwierigkeitsgradzocker. Ich hab's nicht gern. Und deshalb werdet ihr wahrscheinlich bei mir ja schon gutes Gameplay sehen, aber nicht so mega, ja. Die Gegner sind tausendmal stärker als ich und so. Solches Gameplay werdet ihr bei mir nicht sehen. Und eventuell schon, aber ich muss geübt sein. So, jetzt brauchen wir da noch Crit. Doch hoffentlich ein bisschen mehr Schaden, ne? Plus 9 war es, glaube ich. Multipliziert sich natürlich schön. Aber die Gegner hier in diesem Gebiet sind immer stärker als draußen, also hier draußen. Was jetzt kommt. Aber das ist auch gut, dass so Nebengebiete immer schwer sind. Ich liebe das. Techniker bald zurückkommt, weil ich mir noch etwas einstellen muss. Ja, wir müssen natürlich das Modpack von Minecraft wieder ändern und dann habe ich nämlich eben für Last Epoch Fans sicher das Tolles zu bieten, der Server, das eigentlich so auch ein bisschen aufgebaut ist in Minecraft, wie ein Last Epoch. So. Sind wir gleich beim Boss und dann gibt es schon die Idole. Das ist doch immer toll. Die Bäume nerven und die Bienen. Nachdem. Oh. Gut. Ja, gesundheitlich geht es jetzt momentan wieder nicht so gut. Es ging eigentlich ein paar Wochen eigentlich ziemlich gut. Aber ich habe leider wieder, ja, Sehnen- oder Nervenprobleme. Das muss jetzt mal ein bisschen geruht werden, deshalb habe ich jetzt mehr Zeit wieder für Videos. Nur ich habe nicht so viel Lust auf Regnum. Zu langweilig momentan. Am Abend mache ich natürlich wieder eine Aufnahme. Ich mache jeden Abend schon eine Aufnahme. Muss nur den Beschwör noch hochleveln können. Ja, ich habe so viel zu gehen. Ich habe so viele Spiele. Ich habe ja Mafia 1 bis 3 gekauft. Möchte gerne spielen und Let's Playen. Aber ja, viel zu wenig Zeit für das. Muss ich noch ein bisschen aufsparen. Und Planet möchte ich gerne wieder spielen. Auch zu wenig Zeit. Dann habe ich Star Sector, wie das heißt. Da weiß ich den Namen nicht mehr auswendig. Möchte ich gerne spielen. Das braucht auch so viel Zeit. Jedes Game braucht so viel Zeit. Das ist schon heftig. Wie man einfach sich in ein Game verlieren kann, wenn man einfach auch mehr Games spielt, noch mehr Zeit verliert und da doch lieber auch mehr in Last Epoch. Das Spiel ist. Die Wings sind stark. Oh.
So. Wir haben keinen Minion-Damage, glaube ich. Und dazu sind die Bienen zu stark. Schon heftig. Ich hätte gedacht, ja, naja, denn, die Handschuhe nehme ich wieder weg, nachdem wir in die Stadt gekommen sind. Aber nö. Ich habe kein besseres Schwert für Magier. Bessere Handschuhe für den Magier. Und deshalb habe ich die immer noch an und sie helfen mir sehr. Nur sind die Bienen echt langsam. So. Gut, dann haben wir das. Idole für mich, bitte. Ich hoffe, der Spellblade hat auch sehr gute Idole. Wieder Necromancer. Ja. Einer ist gut, aber der andere nicht. Spell Damage ist groß, aber ich brauche kein Spell Damage. Ah, da ist Minion Damage drauf. Ja, dann nehmen wir doch das hier. Weil Cast Speed bringt ja uns nichts. Und, wir müssen auf das Shade warten und das Rainbow Edge. Ja, würde ich auch gerne tragen. Ja, das ist das nächste Schwert leider erst auf Level 30. Dann haben wir hier Potion. Hast Dodge Rating. Nee. Das ist ja, der Gürtel ist ja mega OP. Aber er ist auf Level 32. Also dann haben wir sicher noch ein Idol mit Physical Damage. Möchte gerne irgendwas. Sollen wir zweimal Ward Redemption nehmen? Ist ein bisschen zu schwach. Lieber Damage, ja. Shock on Hit wäre noch interessant, aber auch zu schwach. Was hätten wir denn noch? So ein Raid, ja. Dodge Rotting. Dann nehmen wir doch Hit. Ward on Hit ist doch gut. Ja. Damage brauchen wir jetzt wirklich nicht. Okay, das brauchen wir nicht. Und, ja, wir müssen immer noch warten auf diesen. Auf diese Köhle, wo ist sie denn? Ah, vorne. Ja. Die habe ich hier nach vorne getan. Und dann eventuell, ja, ein bisschen einen Skill nehmen. Flame Reef. Mal schauen, was mehr Damage macht. Beide lassen. Wäre auch nicht schlecht. So. Ja, ja. Wir sind noch nicht fertig. Gut. Immer die ganze Zeit erklären. Das sollte man wie ein Path of Exile einfach ausschalten können. Das wurde noch nicht gemacht. Wer braucht schon Erklärungen, wenn ihr schon das Spiel kennt? Ja, nach AOE wäre natürlich schon besser mit Kisten. Es ist so schön, wenn das Spiel so schnell ist. LOL. Der Baum hat den Raptor weggeschleudert. Weggeschoben. Das ist gar nicht den Begriff so richtig. Also weggeschoben, schon klar. Aber ich meine, ja, so offensichtlich ist es natürlich nicht, wenn man so schnell aufredet. Ich bin ja Schweiz und Schweizer sind langsam. Dafür denken sie immer viel besser vor. So.
Alba, stimmt doch. Ja, ja, das wäre ja auch ist ein bisschen ein Problem. Das nervt langsam ein bisschen, weil zu viele Gegner hier sind. Eisbaracke. Das ist ein Spell, den man überarbeiten muss. Der ist wirklich schwach. So, endlich Rotations. Und jetzt alles auf Crit. Ja, und dann sind wir schon fast. Spellblade. Wir müssen leider noch ein bisschen mehr mit diesem Angriff hantieren. Müssen wir immer auf die Brücke, damit die kommen. Ja, dann kommt man halt nicht. Jetzt kommen sie. Für was sind die Gegner eigentlich so spät dran? Das ist der richtig nervigste Spot im Game, weil die Gegner nicht kommen. Ich möchte die gerne besiegen. Ich möchte alle Gegner besiegen. Ah. Tschüss. Aber nee, lieber rushen. So. Ach, wie schön. Ach, wie schön, wie das niemand weiß, dass ich Bestätzchen heiß. Ach, wie schön das Game Last Epoch heißt. So, direkt in diesen Dungeon, der recht schwer ist. Ich würde jetzt eigentlich auch mal den Dungeon erst später machen. Weil wir sind eigentlich genug stark, um weiterzumachen. Aber es gibt zwei Escape-Punkte. Okay, machen wir dann den Dungeon einfach jetzt. Wir sind sowieso zu stark für die Golems und Skorpione. Sonst ist der Dungeon wieder viel zu leicht. Dungeons sind einfach cool, wenn sie hart sind. Deshalb sollte man Dungeons immer nicht früh machen. I cannot. Ja, und scheinbar ist Gift Beastmaster doch extrem stark, aber erst im Endgame, also nicht mit Level 40 wie meiner ist. Ob wir den dann wieder machen, um noch ein bisschen mehr Items zu farmen, ja. Ich denke, mir reicht es so schnell, wie er es machen könnte, vielleicht. Ständig Teleport aufzuhaben und so. Werden wir dann sehen. Aber ich bin nicht einer, der immer den OP-Builds nachgeht. Das Spiel macht halt einfach auch keinen Spaß mit OP-Builds. Man ist vielleicht ein bisschen geflasht, aber da kann man ein Video schauen, dann ist man wieder nicht geflasht. Das ist wie eine Droge, die ich nicht brauche. Ich habe noch nie Drogen genommen und brauche auch keine Droge. Also natürlich Game-Drogen. Aber das ist was anderes, das ist nicht irgendwie psychisch bedingt, sondern eher lustbedingt. Also Psyche wird da gar nicht so hart beeinträchtigt oder beendet. Man macht's einfach gerne, weil es Spaß macht. Also es geben keine psychische Krankheit. Was denn also? Das muss verändert werden, alles gesetzlich verändert werden. Aber es gibt krankhafte Gaming-Sucht, weil man abhängig ist, weil man irgendwelche Turniere machen möchte, der Beste sein möchte, dann ist es psychisch bedingt, das ist klar. Aber ich game auch nur, wenn ich wirklich nichts zu tun habe. Ich kann auch alles machen nebenbei, was mir weniger Spaß macht natürlich. Also, kein Loot-Table. So. Wir haben jetzt das Teil zum Ranged. Ja, das ist nicht so toll, wie ich gedacht habe. Aber ich gehe ja jetzt auf Crit mit dem. Geht es auch wieder besser. Ich finde irgendwie, es ist einfach viel cooler, aus der Entfernung anzugreifen. Weil man natürlich auch mehr OP ist. Ah, Morning Frost, okay. Von mir aus.
Aber endlich mal wieder ein Unique Drop. Ja, die Handschuhe habe ich noch gefunden, sonst habe ich noch keins gefunden. Movement Speed. Ja, das ist mit dem Cresset-Ding, das sage ich nicht so gern. Ich will nicht mehr Schaden kassieren. Und das noch in Prozent, das ist zu OP, negativ. Also. Ja. Ein Debuff, der zu OP ist. Also. Aber man macht natürlich dann auch mehr Schaden. Nur eben. Ich glaube, die Schuhe sind erst für den Falconier oder so. Ich weiß jetzt nicht, wie die Klassen auch heißen werden. Okay, ich bugge herum. Na gut. Genau. Ich habe die linke Taste gedrückt und er hat mit rechts angegriffen. Okay. Sehr schön. Ja, vieles ist halt nicht so fertig. Dungeon können wir leider nicht fertig machen. Aufnahme, ja. Nervigkeit, dass die Aufnahmen natürlich nicht lange genug sein können. Schau ich mal, also eventuell werde ich morgen sogar live streamen. Aus der Buch. Und dann irgendwann mal. Ne, morgen geht's nicht. Gut, übermorgen dann. Am Mittwoch, Vormittag, vielleicht schon. Am Nachmittag habe ich nicht immer Zeit. Aber dass ihr da auch ein bisschen mehr noch schauen könnt. Und dass ich schneller vorwärts komme. Das ist natürlich auch ein Abgrund. Ich möchte natürlich, wenn der Patch rauskommt, euch den Content recht schnell zeigen können, der neu ist. Also an Grafikverbesserungen mal anschauen. Aber auch ja, die Quality of Life. Es gibt irgendwie. Ah, ich kann mich jetzt gar nicht erinnern dran. Aber irgendwie gibt es noch ein. Wie heißt das? Ah ja, Schreine. Schreine gibt's jetzt bald. Okay, da freue ich mich drauf. Ich finde Schreine immer so ein bisschen Motivation. Steigerung. Schock. Nö. Wir gehen rechts rum. Also es ist nicht so. Das ist glitzert. Ah, oh, ich weiß schon nicht mehr. So einprägsam auf alles. Ja, Gegend. So bin ich jetzt nicht immer. So langweilig ist warm. Ja, ich brauche auch Water Retention per Point, aber ich muss das Crit fertig machen. Wir werden vielleicht Punkte hier reinsetzen noch. Aber den einen Punkt rechts raus, also nur noch ein Punkt ist dann zwei. Ja, dann werden wir dann sehen, ob wir genug Water haben. Im Endgame. Ja, genau, das ist der einfache, also kurze Weg gewesen. Sehr gut. Ich will mir teleportieren, aber setze diesen Wort. Nein. Ja, manche Gegner sind auch sehr zäh geworden. Flame Ward möchte ich eigentlich umkehren. Mach ich das kurz so. Und zwar Ward Teleport. Dann setze ich nicht immer die ganze Ward ein, wenn ich es nicht brauche. Sehr gut. Stunlock, der kann fast nicht angreifen. Ja, Bienen. Kommt nicht immer raus, wenn ich es nicht brauche, gell? Soll ich auch wieder einen längeren Part machen? Gefällt das Gameplay jetzt gerade sehr, würde ich unterbrechen. Ja, das Problem ist halt einfach, dass ich
so wenig Parts hochladen kann. Deshalb möchte ich ja nicht einen zu langen Part machen. Ja, okay, das ist doch immer zu stark, ey. Sollte man nicht so im Gift herumtummeln. Genau, wir gehen zu diesem Goblin, der erste Goblin, glaube ich. Ja, der erste. Goblin, meine ich. Also, ist so schon Action geladen, also konzentriere mich halt schon sehr auf das Wesentliche. Ich kann den einfach so mega weit weg angreifen, dass er zu mir muss. Und da hat er nicht mal genug Zeit, einen Angriff zu starten. So böse bin ich. Oh. Gehen wir noch zur Kiste. Hier unten ist nämlich eine Kiste. Und dann mache ich mal weiter, gell? Also, ihr werdet ihr dann sehen, so Level 30, denke ich mal. Ja, wahrscheinlich nicht. Ich habe leider zu wenig Zeit zum Gehen. Nur so viel Regnung jetzt momentan. Dann kann ich Sport machen oder was. Okay. Gut. Dann bis zum nächsten Mal, euer Drachobasler. Tschüss.